Christie Brinkley ist jetzt 69 Jahre alt. Im sozialen Netzwerk veröffentlichte die Schauspielerin erstaunliche Bilder, auf denen sie in einem Badeanzug am Strand posiert. Wer auch immer etwas von Photoshop und Plastik gesagt hat, es ist offensichtlich, dass die Frau auf ihre Ernährung achtet und Sport treibt. Mit 69 Jahren fühlt sich Christie Brinkley wie 20. Sie verrät: "Das biologische Bild hat nichts mit meinem inneren Selbstverständnis zu tun. Für mich sind das nur noch bedeutungslose Zahlen. Ich fühle, dass die Zeit keine Einschränkung für meinen Geist, meine Energie und mich im Allgemeinen sein kann." Die Frau sieht für ihr Alter wirklich gut aus. Auf einem der Fotos betritt sie den Laufsteg mit ihrer 20-jährigen Tochter Sailor. Aber man könnte meinen, dass es sich um zwei Schwestern handelt. Wie schafft sie es, jünger als ihr Alter auszusehen? Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an und Sie werden die wichtigsten Geheimnisse der Jugend und Langlebigkeit erfahren. Fangen wir an. Übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, indem Sie auf die Glocke klicken. Verpassen Sie nicht unsere neuen Videos. Geheimnisse der Jugend und Schönheit von Christie Brinkley. Sie müssen wissen, dass die Jugend dieser Frau das Ergebnis harter Arbeit an sich selbst ist. Nicht von den Genen, nicht durch plastische Chirurgie, aber es gibt bestimmte Regeln. Christie sagt: "Ich habe viel mit Monodiäten experimentiert, ich habe auf nüchternen Magen getrunken und nicht nur das. Aber nichts davon hat funktioniert. Nur eine gesunde, nahrhafte Ernährung brachte Ergebnisse." Morgens trinkt Christie warmes Wasser mit Zitronensaft. Das hilft ihr, Energie für den Tag zu tanken. Das Frühstück lässt sie nie aus, denn es ist die wichtigste Mahlzeit. Es hilft ihr, Kraft zu tanken und sich beim Mittagessen nicht zu überessen. Sie beginnt den Tag mit einem Ziegenmilchjoghurt. Dann fügt sie Trockenfrüchte oder Nüsse hinzu. Sie macht ein Eiweißfrühstück. Normalerweise ist es Rührei mit Spinat. Sie mag Avocado-Toast. Sie isst eine Vielzahl von eiweißhaltigen Lebensmitteln, aber kein Fleisch. Tagsüber isst Christie Zwischenmahlzeiten. Sie sollten leicht und gesund sein. Ihr Lieblingsgericht ist brauner Reis mit Linsen, Paprika, Fenchel und Süßkartoffeln. Dann macht sie Sport. Pflichtübungen: Fitness, Yoga und Laufen. Jeden Tag 100 Liegestütze. Aber das Wichtigste: eine positive Einstellung und die Familie. Brinkley glaubt, dass man mehr Zeit mit seinen Lieben verbringen sollte, dann bleibt keine Zeit für Stress. Christie Brinkleys 8 wichtigste Lebensprinzipien. Grundsatz 1: Ignoriere Kritik. Eine Frau kann eine Menge Geschichten darüber hören, dass sie angeblich künstlich ist, ihre Haut nicht echt ist und alles nur Filter sind. Darauf antwortet sie: "Nun okay, das Problem ist, dass wenn ich nur Filter verwenden und die Pflege vernachlässigen würde, immer noch nicht so aussehen würde, wie ich jetzt auf dem Foto aussehe. Die Filter würden meine Haut nicht mit Feuchtigkeit versorgen, sie würden sich nicht um die Beschaffenheit meiner Haut kümmern. Und das ist wichtig." In einem anderen Fall versuchten die Chirurgen viele Male Plastik im Gesicht zu finden, indem sie jeden Millimeter Haut untersuchten. Die einzige Schlussfolgerung, zu der sie kamen, war eine mögliche Nasenkorrektur und ein Facelifting. Aber es gibt keine Anzeichen für einen Eingriff. Die zwischen 1984 und 2019 aufgenommenen Bilder bestätigen diese Tatsache. Sie zeigen, dass die Augen, Lippen, Nase, Wangenknochen und das Gesichtsoval unverändert geblieben sind. Hier ist, was Christie über Botox zu sagen hat. "Ich habe Botox-Injektionen in meine Stirn ausprobiert. Es hat mir nicht gefallen, ich möchte es nicht noch einmal machen. Ich mag das Gefühl, nicht etwas nicht tun zu können." Denken Sie nicht an das Alter. Das Alter in einem Reisepass sollte nichts damit zu tun haben, wie alt sich eine Person fühlt, sagt Christie. Frauen stehen heute unter furchtbarem Stress, was ihr Aussehen angeht. Sie stehen unter ständigem Druck, der ihnen vorgaukelt, dass sie jede Minute ihres Lebens perfekt sein müssen. Aber wissen Sie was, das müssen wir nicht. Wir sollten uns keine Sorgen um Falten oder graue Haare machen müssen, nur weil die Gesellschaft es von uns verlangt. Wir sollten uns nur für uns selbst verändern. Wenn man sich die Haare färbt, zur Kosmetikerin geht und Sport treibt, dann nur, um sich in seinem Körper wohlzufühlen und nicht, weil jemand anderes es verlangt. Das Wichtigste, was wir für uns selbst tun können, ist, uns selbst Gesundheit zu schenken. Das ist etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte. Verbringen Sie Zeit mit Ihren Kindern. Christie sagt, dass für sie die Familie immer an erster Stelle steht. Sie ist eine erwachsene Mutter. Sie ist ihren Kindern und sich selbst gegenüber verantwortlich, möchte immer für sie da sein. Sie tut alles, was sie kann, um das zu erreichen. Den Schein wahren. Brinkley gibt freimütig zu, dass ihr Haar nicht zu dick ist. Deshalb benutzt sie Haarteile. "Ich trenne mich praktisch nie von meinen Haarverlängerungen. Den Glanz ihres Haares erhält sie, indem sie es mit Champagner ausspült.
Ich bin ein Model, also muss meine Haut gut aussehen. Das ist ein Teil meines Jobs, den ich mir ausgesucht habe. Ich habe mir angewöhnt, meine Haut immer vor UV-Licht zu schützen. Ich bin mir der negativen Auswirkungen bewusst und ich weiß, dass ich auf mich aufpassen muss, um meine Jugend und Frische zu bewahren. Außerdem lasse ich regelmäßig Peelings und Unterspritzungen mit Fillern durchführen. Richtig ernähren. Das Model sagt, dass sie viele Dinge ausprobiert hat. Einmal hat sie eine makrobiotische Diät gemacht. Zu anderen Zeiten war sie Lakto- oder Vegetarierin. Für eine gewisse Zeit wurde sie zur strikten Veganerin. Und dann kehrte sie zu einer flexiblen Ernährung zurück. Die wichtigste Erkenntnis, die Christy aus all dem mitnimmt, ist: Ich will mich nicht an diesem Schlachthofsystem beteiligen, in dem Tiere mit Hormonen vollgepumpt werden, um sie aufzuziehen und zu töten. Ich werde niemals Fleisch essen. Wenn sie schon Vögel und Tiere mit diesen Medikamenten vollpumpen, die ihre Entwicklung um ein Vielfaches beschleunigen, dann stellen sie sich vor, was diese Dinge mit ihrem Körper anstellen werden. Seit ihrem 13. Lebensjahr ernährt sie sich von Obst, Gemüse, Eiern und Molkereiprodukten. Vielleicht ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Aber das Model ist der Meinung, dass man sich nicht strikt einschränken muss. Sie mag Nudeln und Meeresfrüchte sehr gerne. Ein Leben ohne Schokolade ist für sie unvorstellbar. Ein Quadrat Rohschokolade pro Tag ist genau das, was sie braucht. Morgens isst Christy am liebsten Lebensmittel, die viel Eiweiß enthalten. Sie isst Haferflocken und fügt Früchte und Nüsse hinzu. Zum Mittagessen bereitet das Model Salate mit viel Grünzeug zu, denen sie Bohnen oder Nüsse hinzufügen kann, um die Eiweißnorm einzuhalten. Beim Abendessen ändert sich nicht viel, nur eine Beilage kann hinzugefügt werden, zum Beispiel Reis, Quinoa oder Gemüsenudeln. Über den Tag verteilt sollte es leichte Snacks geben. Achten Sie nicht so sehr auf die Kleidergröße. Das Gewicht eines Models ist nicht konstant. In ihrem Kleiderschrank hat sie Hosen von Größe 40 bis 44. Aber darüber macht sie sich keine Gedanken. Sie glaubt, dass es keine perfekten Frauen gibt. Man muss nur die richtige Kleidung wählen, die alle Vorzüge hervorhebt und die Nachteile versteckt. Ziehen Sie sich angemessen an. Christy wählt keine zu freizügige Kleidung. Sie ist der Meinung, dass eine Mutter von drei erwachsenen Kindern keine vulgären Sachen tragen sollte. Es ist nicht so, dass das Model mit ihrem Körper unzufrieden ist. Es ist nur so, dass Bikinis nicht mehr im Trend liegen. Sie kann sie tragen, wenn sie mit ihren Lieben im Urlaub ist. Brinkley denkt, dass die Kinder nicht mit einer alten Dame im Bikini ausgehen wollen. Sport treiben. Sport ist die Leidenschaft der Heldin von heute. Sie fühlt sich gesund und energiegeladen, nachdem sie Sport getrieben hat. Sie nimmt an Fitnesskursen teil oder praktiziert Yoga. Früher ist sie morgens viel gelaufen, musste das Ausdauertraining aber aufgrund von Verletzungen aufgeben. Sie liebt auch Extremsportarten, was sich nicht mal jeder junge Mann traut. Sport zu treiben hilft einer Frau, sich jung zu fühlen. Wenn sie ihre Gelenke in Bewegung setzt, merkt sie, dass sie zu allem bereit ist. Sie trainiert ihre Bauchmuskeln, Beine und Arme. Sie trainiert an normalen Geräten, aber manchmal kann sie auch mit freien Gewichten trainieren. Ein Fitnessclub ist nicht der einzige Ort, an dem sie Übungen durchführt. Sie kann zum Beispiel eine Reihe von Kniebeugen machen, während sie ihr Haar föhnt. Christys wichtigste Regel ist es, in Bewegung zu leben. Sie versucht immer, sich mit nützlichen Tätigkeiten zu beschäftigen und vermeidet Müßiggang. Sie glaubt, dass ein Mensch nach 50 Jahren, sobald er aufhört, sich viel zu bewegen, zu rosten beginnt. Der Körper muss ständig in Schwung sein. Heute, im Alter von 69 Jahren, ist Christy nicht nur ein Model, sie ist auch Schriftstellerin, Illustratorin, Fotografin, Modedesignerin und Sängerin. Außerdem ist sie Mutter von drei Kindern. Trotz Schwangerschaften und Geburten hat sie sich immer in Form gehalten. Christy sagte: Ich hoffe, dass mein Beispiel andere Menschen dazu inspiriert, schon in jungen Jahren auf sich selbst, ihren Körper und ihre Gesundheit zu achten. So können sie das Leben noch lange genießen und sich an jedem neuen Tag erfreuen. Was halten Sie von dieser erstaunlichen Frau? Schreiben Sie es in die Kommentare und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Und nun empfehle ich Ihnen, sich ein weiteres Video auf unserem Kanal anzusehen. Dort analysieren wir die Geheimnisse der Jugend und Schönheit von Masako Mizutani. Diese Bewohnerin Japans hat mit ihrem Aussehen die ganze Welt im Internet beeindruckt. Es gibt sehr interessante Informationen. Der Link zum Video ist gerade auf Ihrem Bildschirm erschienen und der Link steht auch in der Beschreibung. Und ich habe ihn auch in den obersten Kommentar gepinnt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, drücken Sie bitte den Like-Button und abonnieren Sie unseren Kanal. Und wir sehen uns beim Video über Masako Mizutani.